Blase für Fortgeschrittene. Der einzige Podcast rund um das Thema Blasengesundheit. Ja, leiwand. Antibiotika in Kombination mit mehreren Medikamenten. Gerade für Patientinnen und Patienten sehr wichtig, die viele Medikamente schlucken müssen. Und wir sprechen heute über die Antibiotika, die man gibt bei Harnwegsinfektionen, wie es mit den Wechselwirkungen zu anderen Medikamenten aussieht und auch wie es mit der Einnahme und der Dosierung aussieht. Und dafür habe ich eingeladen Magister Martina Anditsch. Sie ist klinische Pharmazeutin und Leiterin der Anstaltsapotheke im AKH Wien. Grüß Gott, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute zu meinem Lieblingsthema, nämlich Einsatz von Antibiotika, wenn zusätzlich noch viele andere Medikamente im Boot sind, was kann da alles passieren? Ist da noch ein Benefit zu erwarten? Ist mit verstärkten Nebenwirkungen zu erwarten? Ich schlucke hier ein Antibiotikum und habe noch viele andere Medikamente im Körper. Was passiert denn da mit diesem Antibiotikum? Kann es da nicht eventuell zu einer Verstärkung von Nebenwirkungen kommen? Und gemäß den Guidelines kommen hier viele verschiedene Antibiotika zum Einsatz. Zum Beispiel hier im Bereich der Beta-Lactam-Antibiotika-Gruppe, die Gruppe der Penicilline. Sie kennen sicher die Kombination Amoxicillin-Clavulansäure, auch als Augmentin bekannt, oder das Pifmecillinam als Selexid. Natürlich kann auch noch das gute alte Cefuroxim eingesetzt werden, wenn gewisse Dinge bei oraler Gabe berücksichtigt werden, auf die ich heute eingehen möchte in dem Vortrag. Das Trimetoprim nur wirklich maximal 1 bis 2 Mal im Jahr im Einsatz, da es bei einer wiederholten Gabe doch zu massiven Nebenwirkungen kommen kann, vor allem die Gefahr von erhöhten Kaliumspiegeln, die damit Herzrhythmusstörungen machen können, sind keine Seltenheit. Fosfomycin als Zysticum 3 Gramm im Handel. Hier der Vorteil einer einmaltäglichen Gabe über 3 Tage. Aber auch hier müssen gewisse Dosierungseinnahmeregeln beachtet werden, auf die werde ich ebenfalls eingehen. Ja, und dann die große Gruppe der Fluoroquinolone. Und hier als Beispiel das Ciproxin oder Ciprofloxacin als Wirkstoff. Viele verschiedene Nebenwirkungen, die wir jetzt dann im Detail besprechen werden, sodass es sich hier bei dieser Gruppe von Antibiotika um absolute Reserveantibiotika handelt, die eigentlich nur mehr im Ausnahmefall eingesetzt werden dürfen. Und hier am Abschluss noch das Nitrofurantoin, auch sehr gut wirksam gegen Escherichia coli, aber auch hier Vorsicht bei Patienten mit Leberschäden oder mit Lungenschäden. Mit Vorsicht einzusetzen. Die Gruppe der Quinolone, das heißt das Ciprofloxacin, das scheint hier mit dem Nebenwirkungsprofil an vielen verschiedenen Stellen an. Es macht kognitive Verschlechterung, es kann Krampfanfälle auslösen, es kann hier Funktionsstörungen am Auge bewirken, es kann hier am Herzen zu QT-Zeitverlängerung, das heißt Herzrhythmusstörungen führen und unten sehen Sie es am Bein angeführt, auch hier eine Tendinitis, eine Sehnenruptur, eine Entzündung der Achillessehne, die hier oft über Jahre nicht weggeht, kann hier durch die Quinolone und im Speziellen durch Ciprofloxacin ausgelöst und verstärkt werden. Ich möchte die Problematik der Multimedikation gerne anhand eines Beispieles Ihnen näher bringen. Es handelt sich hier um eine 54-jährige Frau, die nach einem sehr schweren Motorradunfall schon seit 4 Monaten auf Rehab ist, aufgrund Lähmungen der Skelettmuskulatur, eine massiv ausgeprägte Spastik, Schmerzen in den Beinen, hier massiv natürlich auch Depressionen hat, Schlafstörungen, einen Diabetes, erhöhten Cholesterinspiegel und leider immer wieder rezidivierend Harnwegsinfekte bekommt, gleichzeitig bekannt eine eingeschränkte Nierenfunktion und erhöhte Entzündungsparameter, sodass man sich entschließt, von ärztlicher Seite her ihr ein Ciprofloxacin 250 Milligramm 1:0:1, also früh und abends 2-mal täglich zu verordnen. Warum 250 Milligramm? Es ist wichtig, dass bei eingeschränkter Nierenfunktion die Dosis vom Ciprofloxacin unbedingt angepasst wird und 500 Milligramm, wie die Standarddosis ist, hier viel zu hoch wäre. Schauen wir uns an, was diese Patientin noch alles mitbekommt in der Medikation. Sie bekommt hier 9 verschiedene Medikamente aufgrund ihrer gestellten Diagnosen. Das heißt,
sie hat etwas gegen die Spastik, sie hat etwas wie also ein Tizanidin, auch als Sirdalut bekannt, das hier ein bisschen zum Schlafen fördert, beruhigend wird, muskelrelaxierend wird. Sie hat was gegen den Diabetes, gegen Schmerzen und jetzt gibt man ihr das Ciprofloxacin dazu. Was passiert? Die Dame entwickelt, wie man im EKG sieht, massive Herzrhythmusstörungen, sogenannte Torsade Point, und die sind lebensbedrohlich. Das bedeutet oft, diese Patienten legen sich nieder, entwickeln solche Herzrhythmusstörungen in der Nacht und wachen in der Früh nicht mehr auf. Das sogenannte Dead-in-Bed-Syndrom, etwas ganz, ganz Gefährliches. Und es ist einfach die Frage, ob das auch passiert wäre, wenn diese Dame nur Ciprofloxacin alleine bekommen hätte. Und das wollen wir uns jetzt ein wenig näher anschauen, nämlich die Gefahr von Interaktionen, die zwischen den einzelnen Medikamenten jetzt entstehen können, wenn ich 9 beziehungsweise mit Ciprofloxacin 10 verschiedene Medikamente auf einmal schlucke. Was passiert da? Und da passiert ein enorm komplexer Vorgang im Körper. Auf der einen Seite gibt es viele der beschriebenen Medikamente, die alle Herzrhythmusstörungen machen können, inklusive dem Ciprofloxacin, das ist die sogenannte Pharmakodynamik. Und auf der anderen Seite muss ich aufpassen, wie diese Medikamente auch in der Leber gemeinsam verstoffwechselt werden, wie sie über die Niere ausgeschieden werden. Wenn hier Störungen vorliegen, wenn hier Medikamente sich in der Leber treffen und auf einmal nicht mehr so abgebaut werden, wie wenn sie alleine gegeben werden, dann hat man ein Problem. Also eine sehr komplexe Thematik. Was kann hier alles auftreten? Wie beschrieben bei der Dame, kann es zu massiven Herzrhythmusstörungen kommen. Aber ein anderes Beispiel, man muss aufpassen, wenn man zum Beispiel aufgrund einer Thrombose eine orales Antikoagulans nimmt, ein Marcomar, aber auch ein Xarelto oder ein Eliquis. Und man nimmt hier ein Ciprofloxacin dazu, aber auch irgendein Selexid oder ein Augmentin. Achtung, Patienten können bluten. Sie können Nasenbluten bekommen. Es können innere Blutungen auftreten. Also Vorsicht in der Kombination. Und wenn der Patient dann diese Nebenwirkungen merkt, muss er das sofort seinem Arzt melden und das Antibiotikum muss getauscht werden. Ganz wichtig ist auch, wenn jemand einen Gichtanfall hatte und als Dauertherapie das Allopurinol hat. So ist es nicht ideal, ihm eine Kombination aus Amoxicillin-Clavulansäure, also zum Beispiel das Augmentin wäre hier der Handelsname, dazuzugeben. Warum? Weil er kann verstärkt mit Hautreaktionen reagieren. Das ist nicht ein kleines Wimmerl. Das sind ganz massive Hautreaktionen, wo es sogar zum Abschälen der Haut kommen kann. Also wirklich auch lebensbedrohliche Symptome und das sollte gemieden werden. Beim Ciprofloxacin sollte man vorsichtig sein bei Diabetikern, die auf Insulin eingestellt werden, weil es massiv zu Hypos kommen kann und damit zu erhöhten Sturzgefahr und wieder Herzrhythmusstörungen, die in der Nacht auftreten können. Du findest keinen Schlaf, weil dich deine Neurodermitis wachhält? Dann denk immer daran, du kannst eine Menge tun, um deinen Schlaf bei Neurodermitis zu verändern. Und du bist nicht allein. Verändere deinen Schlaf bei Neurodermitis jetzt. Klick dich zu allen Tipps für einen erholsamen Schlaf. schlafen-mit-neurodermitis.info. Ciprofloxacin. Sie hören immer wieder dieses Antibiotikum und das wird den ganzen Vortrag durchgehen. Das macht noch etwas. Es macht leider auch im Zentralnervensystem hier Veränderungen der Kognition. Man kann sich auf einmal nicht mehr konzentrieren. Das Zeitunglesen fällt schwer. Das Autofahren ist ein Problem. Achtung, sofort melden an den Arzt und das Antibiotikum austauschen. Wenn wir jetzt ein bisschen bei dieser Pharmakokinetik bleiben, dann sehen Sie, da gibt's also, die beschäftigt sich mit der Resorption, mit der Aufnahme eines Wirkstoffes, mit der Verstoffwechselung in der Leber, das ist das Knorrelsystem über das Zytochromsystem, aber auch über die Ausscheidung der Niere. Und bleiben wir hier mal bei der Aufnahme. Beim Ciprofloxacin müssen Sie vorsichtig sein, dass dieses nicht mit zweiwertigen Ionen, was ist das? Eisen zum Beispiel oder auch Magnesium, Calcium, aber auch Zink oder Selen
gemeinsam gegeben wird. Wichtig ist hier ein Einnahmeabstand von 2 Stunden. Also gehen Sie zum Beispiel davon aus, eine Patientin nimmt hier ein Magnesium, weil sie nächtliche Krämpfe hat, Wadenkrämpfe hat, Beinkrämpfe hat. Dann bitte das Ciprofloxacin nicht mit dem Magnesium gleichzeitig einnehmen, sondern einen Abstand von 2 Stunden. Das ist wichtig, weil sonst bildet das einen Komplex und dann wird es vom Körper nicht aufgenommen und dann kann es nicht wirksam sein. Ein anderes Antibiotikum, das Cefuroxim. Das Cefuroxim, das auch gerne bei harmlosen Harnwegsinfekt eingesetzt wird, weil es gut gegen E. coli wirksam ist. Hier ist es wichtig, dass Sie, wenn Sie das bekommen, den Magenschutz pausieren. Sie kennen den Magenschutz. Dazu gehört ein Pantoprazol, das Pantolog und die ganzen Generika. Dazu gehört ein Nexium oder Esomeprazol. Wenn Sie hier durch den Magenschutz den pH-Wert im Magen auf 4 erhöhen, dann wird nur mehr 25% resorbiert. Das bedeutet aber hohe Gefahr, dass hier Resistenzen entstehen und es wirkt nicht. Und das nächste Mal brauchen Sie noch ein stärkeres Antibiotikum, um Ihren Harnwegsinfekt in den Griff zu bekommen. Ampicillin, das ist das Unasyn, und Ciprofloxacin sollten unbedingt nüchtern eingenommen werden. Wo es ganz wichtig ist für die Wirksamkeit und für die Wirksamkeit in der Blase, ist aber vor allem das Fosfomycin, das Cysticum. Cysticum 3 Gramm, einmal pro Tag zu nehmen, echt ideal, aber es muss der Zeitpunkt passen. Nehmen Sie es bitte nur ausschließlich abends, am besten so 2 Stunden nach dem Nachtmahl, nachdem Sie die Blase entleert haben. Dann kommt es ganz sicher dorthin, wo es hinkommen soll und wirkt ideal. Übrigens nüchtern. Nüchtern bedeutet nicht Tablette einnehmen und zum Essen anfangen. Nein, nüchtern bedeutet mindestens 30 Minuten bis eine Dreiviertelstunde vor der Mahlzeit beziehungsweise 1,5 bis 2 Stunden nach der Mahlzeit. Ja, wenn man also hier sieht, was hier sich durch den ganzen Vortrag durchzieht, ist, dass der Einsatz von Fluorokinolonen, und Sie haben unten angeführt wieder das Ciprofloxacin, und es ist 2019 hier beschrieben, eigentlich ein ziemliches hier risikobehaftetes Abenteuer darstellt. Wenn Sie Ciprofloxacin zu einer Multimedikation dazu bekommen, beziehungsweise wenn Sie hier Faktoren haben, Risikofaktoren haben, dass hier dann Nebenwirkungen auftreten, die hier beschrieben sind, Sehnenscheidenentzündungen, Gefäßveränderungen, Aortenaneurysma, Augenschäden, die auftreten können, sodass hier das Ciprofloxacin wieder absolute Reserve ist beim Einsatz von harmlosen Harnwegsinfekten. Und ich kann das nur immer wieder hervorheben, wie wichtig das ist. Denn es ist auch so, wenn Sie das Antibiotikum absetzen, können die Nebenwirkungen danach auftreten. Und es kann ein Jahr dauern, bis die wieder weggehen. Der Grund ist hier beschrieben. Diese Kinolone greifen in die Energiezentrale der Zelle ein und zerstören ihnen die Mitochondrien. Und es dauert ewig lang, bis das wieder regeneriert ist. Deswegen Achtung, Kave mit diesen Antibiotikern. Es ist ja also hier auch vom Bundesministerium ganz eindeutig festgehalten, dass Ciprofloxacin nicht zur Prävention von Reisediarrhoe oder rezidivierenden Infekten der unteren Harnwege eingesetzt werden soll, nicht für bei leichten bis mittelschweren Infektionen, einschließlich einer unkomplizierten Zystitis. Und warum? Das ist auch hier dann noch einmal beschrieben, dass also hier dabei schwere Nebenwirkungen wie Sehnenruptur, Muskelschmerzen, Muskelschwäche, Gelenkschmerzen, Gelenkschwellungen auftreten können, periphere Neuropathien, auf einmal fällt einem das Heferl aus der Hand, und dass das ganz essentiell ist, dass zum Beispiel mit Statinen das verstärkt ist, wie ich vorher beschrieben habe, und Simvastatin auf alle Fälle pausiert wird, wenn Sie ein Ciprofloxacin geben. Vielleicht noch ein paar Worte, weil es doch immer auch ein Thema ist, Antibiotika und die Einnahme der Pille. Geht das? Habe ich ein Problem? Nun, es ist natürlich nachvollziehbar, Antibiotika zerstören Ihnen das Mikrobiom des Darms und bewirken sehr massive Durchfälle. Das bedeutet, dass damit zu Resorptions-, zu Aufnahmestörungen des Östradiols oder Estradiols kommen kann und dass gleichzeitig auch der Abbau von diesem in der Leber beeinflusst sein kann. Trotzdem gibt es also hier nur wenige gesicherte Daten, dass Antibiotika wirklich die
die Effektivität und die Sicherheit der Pille reduzieren können. Aus Sicherheitsgründen ist aber überall angegeben, dass bei Antibiotikatherapie neben der Pille noch andere zusätzliche Maßnahmen nicht hormoneller Art hier auf alle Fälle während der Einnahme und 7 bis 14 Tage danach zu empfehlen sind. Vor allem dann, wenn Sie auf das Antibiotikum mit Durchfall reagieren. Sicher ist sicher. Damit zusammengefasst, was ich Ihnen in diesem kurzen Überblick vermitteln wollte, ist, jeder Patient ist etwas anders. Und auch beim Blaseninfekt gilt das. Es gibt viele verschiedene Antibiotika, die zum Einsatz kommen können, die sich hinsichtlich ihrer Nebenwirkung voneinander unterscheiden. Und es ist ganz wichtig zu beachten, welche Medikamente noch eingenommen werden in der Dauertherapie. Ob es sich hier um Medikamente handelt, die dann die Nebenwirkungen dieser Antibiotika verstärken können. Und das muss beachtet werden bei der Auswahl der Antibiotika. Und das bedeutet bei Ciprofloxacin, Achtung, absolute Reserve. Das bedeutet, dass man also hier bei einem Fosfomycin das unbedingt nüchtern einnehmen muss. Das heißt hier wirklich eine halbe Stunde vor dem Essen, 1,5 Stunden nach dem Essen, nach Entleerung der Blase. Das bedeutet, dass sich also hier aufpassen muss bei einem Augmentin, dass hier Durchfallserscheinungen auftreten können und auch Leberschäden hier ein Thema sind. All das sollte hier mit berücksichtigt werden. Und ich möchte nur ganz kurz auch darauf hinweisen, dass wir seit Mai 2022 im AKH auch eine Spezialambulanz für Arzneimitteltherapie und Interaktionen anbieten, wo jeder Arzt den Patient hinschicken kann. Geht ganz normal auf Überweisung, kostet dem Patienten nichts. Und der Arzt kann sich damit eine Zweitmeinung einholen zu einer Multimedikation und natürlich auch zu Antibiotika-Einsatz, aber auch zum Einsatz anderer Medikamente. Und ich glaube, dass das einen wesentlichen Beitrag zur Patientensicherheit und zum sicheren Einsatz von auch Antibiotika beitragen wird. Vielen Dank, Martina, für diesen spannenden Vortrag. Also so wie ich das jetzt rausgehört habe, sollte man Ciprofloxacin bei Harnwegsinfektionen nicht verwenden. Es ist aber leider noch so, dass viele Ärztinnen und Ärzte das verschreiben. Wie gehe ich denn jetzt vor als Patient, wenn ich dieses Rezept bekomme? Also zunächst ist es einmal so, dass es natürlich schon ganz spezielle Indikationen gibt, schwere Verläufe oder ganz spezielle Keimkombinationen. Wenn die vorliegen, dann ist es wahrscheinlich notwendig, noch ein Ciprofloxacin zu geben, weil es keine andere Wahl gibt an oralen hier Antibiotika, die man bei schweren Harnwegsinfekten einsetzen kann. Aber bei einem harmlosen Harnwegsinfekt gibt es Alternativen. Und ich glaube, es ist wichtig, als Patient einfach darauf hinzuweisen, zu sagen, ich habe doch gehört, das ist nur ein Reserveantibiotikum. Frau Doktor, ist es bei mir jetzt wirklich so, dass ich schon das Reserveantibiotikum benötige oder würde hier ein anderes auch gehen? Das war ja auch von den vielen Nebenwirkungen gesprochen, wie zum Beispiel Durchfallerkrankungen. Das ist jetzt nicht nur beim Ciprofloxacin Nein. so, sondern auch bei vielen anderen Antibiotika. Wie kann ich denn jetzt meine Darmflora wieder aufbauen? Soll ich während der Antibiotika-Einnahme auch schon Produkte für die Darmflora nehmen oder erst nach der Einnahme? Was empfiehlst du da? Also ich würde empfehlen, gleich hier mit der Einnahme des Antibiotikums hier quasi die Darmflora zu schützen, das Mikrobiom zu schützen, Milchsäurebakterien einzunehmen. Genau. Ja. Das ist sehr wichtig. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch ein Endfazit. Einfach immer hinterfragen und immer dem Arzt alle Medikamente, die man sonst in der Dauertherapie hat, anführen, damit er sich ein Bild machen kann, welches dann optimal für Sie geeignet ist und dazu passen würde. Die Blase für Fortgeschrittene. Dein Blasen-Podcast. Übrigens, hol dir jetzt freshen Blasentee aus meinem Online-Shop auf blasenentzündungslos.eu und entdecke alle Blasen-Must-Haves.